Wir kommen zu Lauf Nummer 5. Vorstartung auf der Bahn 1, Barbara Schwarz. Auf der Bahn 2, Petrus Müller Westphal. Auf der Bahn 3, Anke Müller. Alle drei Passionen zu sehen. Auf der Bahn 4, Nino Schmidt. Thank you.
Wir kommen zu Lauf Nummer 7. Auf der Bahn 1. Stefanie Schulz. Es war der Rostock. Bahn 2. Rittemann. Es war der Rostock. Bahn 3. Janine Lücke. Bahn 4. Lauf 4. Beide der Frau Lücke. Und auf der Bahn 5. Vanessa Schuster vom ESV Berlin. Jetzt können Sie schon mal fertig machen. Für den Wettkampf Nummer 8, 100 Meter Rücken männlich. Malte Liebscher, Sören Eichel, Stanislas Kupiak, Luke Köpfer, Jan Hübelkopf und ebenfalls an den Vorschlag Peter Mills, Lennart Teppel, Maximilian Schlüter, Tom Hahn und Alessandra Letzky. So, wir können auch schon mal organisatorisch ansagen, dass nach dem 100 Meter Rücken der Jungs eine Mittagspause eingelegt wird. Das heißt, halbe Stunde Mittagspause nach dem 100 Meter Rücken der Jungs. Willkommen in der Schwimmhalle am Drehschwur, heute die Wettkämpfe im Schwimmen stattfinden im Rande der Landessportspiele. Bei mir habe ich nur einen Wettkämpfer, Erich Ruge. Bist du schon mal geschwommen heute? Ja, zweimal schon. Was hast du geschwommen? Einmal Lagen 100 Meter und einmal Rücken 100 Meter. Und hast du schon eine Zeit? Wie zufrieden bist du mit dir? Ja, in Lagen bin ich eine 1,24,95 und in Rücken bin ich eine 1,28,95. Wie weit ist das weg von deiner Bestzeit? Ich bin über die Bestzeit drüber. Also ich bin unter der Bestzeit. Also eine Bestzeit. Ich habe dazu einen Verantwortlichen, den Opa, dazu geholt. Wie stolz ist man auf seinen Enkel? Ja, ich bin sehr stolz auf meinen Enkel. Mein Enkel ist mein Hobby und ich mache alles mit ihm mit. Ich fahre zu jedem Wettkampf und ich freue mich, wenn er siegt und ich helfe ihm, wenn er Niederlagen hat. Und ich tröste ihn oder ich trete ihn mal, wie man sagt, auch ein bisschen kräftig in den Rücken, dass es auch seinen Gang alles geht. Heute bin ich sehr zufrieden, das Einschwimmen war schon gut. Er hat einen schlimmen Fuß, hat gesagt, das brennt, aber im Wasser geht das alles weg, da brennt es ja nicht. Richtig. Wie viele Wettkämpfe sind so im Jahr beim Schwimmen? Ja, wir haben bestimmt 7, 8, 9, 10 Wettkämpfe, je nachdem an wie viel man teilnimmt. Sie haben 5-mal, 6-mal die Woche Training. Dann ist er beim Sportgymnasium, hat es geschafft in der 5. Klasse. Und mit seiner Mannschaft fährt er jetzt für Jugend, trainiert für Olympia nach Berlin mit der Mannschaft vom Sportgymnasium. Nach Berlin zum zentralen Wettkampf. Das ist, hört sich sehr, sehr viel an. Hast du noch Zeit für anderes? Ja, Freizeit am Wochenende, obwohl ich 5-mal in der Woche Training habe. Aber sonst am Sonntag und am Donnerstag habe ich immer Freizeit. Wie bist du zum Schwimmen gekommen? Zuerst habe ich Handball und Volleyball gemacht und dann hat mein Opa mich drauf gebracht, dann probieren wir mal Schwimmen aus. Und ja, dann bin ich in diesen Verein gekommen. Seit wann schwimmst du? Seit 5 Jahren. Ja, das ist eine ganze Menge. Was passiert hier heute noch? Schwimmst du selber noch mal heute? Ja, zweimal noch. Einmal 100 Brust und einmal 100 Freistil. Und vielleicht dann noch in der Staffel. Was ist deine Lieblingsschwimmart? Was schwimmst du am liebsten? Delfin und Freistil. Ja, dann danke ich euch beiden für das Interview. Und wir ziehen weiter zur nächsten Wettkampfstätte.